rettet meine Schwester, sie wurde zum Vulkan des Phönix verschleppt. Reicht mein Geld überhaupt, um dahin zu reisen? Naja, zurück komme ich nicht mehr, wenn ich nichts schaffe. Und wir werden natürlich in jedem Gebiet wieder angegriffen. Von einem Paddel. Ich mach mir gleich in die Hose. So. Oh weia, es hatte mich angegriffen. Stirb, du Paddel. So, weiter geht's. Victory, 600 DP und 6 Geld. Damit reicht das Geld auch auf einmal wieder für die Rückreise. So. Da müssen wir hin. Plüng, plüng. Hey, wir sind nicht angegriffen worden. Ah. Was habe ich gesagt? So, die Gruppe wird angegriffen. Von einem schwarzen Loch schon wieder. Portal is open. Das Gebiet kennen wir noch nicht, ne? Das sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Ich kann nicht ganz erkennen, was es ist. Egal. So. Komm, nee, einfach erstmal angreifen. So, das ist Elite auf jeden Fall, so wie es aussieht. Und das hält auch ein bisschen was aus. Nicht übermäßig, aber auch nicht zu wenig. Geht die Rankenfalle? Ja, die Rankenfalle funktioniert. Die verschafft uns natürlich ein bisschen Zeit. So, körperlicher Widerstand. Trotzdem, Schlag des Anführers. Und Damage, Damage, Damage. Stirb, du schwarzes Loch, stirb. So, Ja. Bumm. Ach, wisst ihr was? Ich habe eigentlich fast keine Lust, da jetzt Mana rauszuhauen, zu viel. Auf der anderen Seite, Fräulein Goldbeere sah auch schon mal besser aus, ne? Wieso kriegt die denn den Schaden ab? Das ist unfair. Eigentlich müsste den der Paladin kriegen. Na komm, du greifst mal normal an. So, du auch. Und ja, das war's. Victory! 2800 DP und 30 Geld. Wie heißen denn diese Viecher? Random Kampf, Doppelgänger, leeren Elementar, keine Nummer. Okay. Okay. Cool. Ich überlege mal gerade, ob ich hier vielleicht schnell noch ein, zwei Random Kämpfe dazwischen hauen möchte mit so Doppelgängern. Damit ich noch ein bisschen EP sammeln kann, weil wenn wir hier schon mal in der Lage sind, Leute anzugreifen, die auch ein bisschen EP bringen, sollten wir das tun. Und ich denke mal, der Schamane wird das schon überleben. So, einen schicke ich schlafen. So, und auf die anderen zwei hier mache ich einen Gewittersturm. Ja, auch nur. Seufzt. Der einen respektablen Schaden gemacht hat. Aber naja. Bitte, das ist, das kannst du gerne tun. Da habe ich gar nichts gegen. Da habe ich gar nichts gegen. Das hat sich gerade in ein Paddel verwandelt. Ja, es, hält aber mehr aus als das übliche Paddel. Schade eigentlich. Ich hätte jetzt gehofft, dass das jetzt irgendwie, genauso schwach ist. So, ich mache mal das Stasisfeld hier hin. Dann gibt es hier nicht wieder mehr Mana. Und Doppelschlag auf das Paddel. Und vereisen wir das Paddel. Das sollte in der nächsten Runde hoffentlich drauf gehen. Dann mache ich Schlag des Anführers auf den Dicken da hinten. Und Zorn der Bestie. So, und komm, kriegst du Rankenfalle. So, angerankt. Kriegt ziemlich heftig viele Blutungseffekte, finde ich gut. Doppelschlag dahin. Eine riesige Ratte, sehr hübsch. Und das hat nicht gelangt, ne? Irgendwie muss ich das Paddel jetzt noch wegpaddeln. So, Schlag des Anführers auf den. Der hat jetzt gekrittet, weil er aus dem Schlafen rauskam, quasi. Zorn der Bestie auf das Nagetier. Und machen wir einfach den Gewittersturm auf beide. Der ist gar nicht schlecht, der Gewittersturm.
So, und machen wir den Betäubungsschlag einfach mal und einen Feuerball und einen Schlag des Anführers und ja, jetzt sollten wir es eigentlich relativ gut hinkriegen, denke ich mal. Komm, ich mach mal die Rankenfalle. Wozu haben wir sie denn? Und den Rest machen wir jetzt so manuell. Mit guten alten Waffen. Gut, Victory! Fast 5000 ist ganz okay. Ein bisschen Geld. Geld können wir ja gut gebrauchen. Der Paladin hat ein Level up. Das gefällt mir. Er bekommt seine Pässe erhöht. Mehr TP und mehr Bedrohung. Dann schlafe ich hier jetzt mal. Und ich denke, da werde ich auch angegriffen. Nee, werde ich nicht mal. Ja, aufwachen. Und hier gibt es eine Schenke. Höchst interessant, wenn ich ehrlich bin. Höchst interessant. Es gibt kein Gasthaus, aber eine Schenke und einen Händler und einen Schmied. Und, ja. Ich überlege gerade, ob ich der Versuchung erliegen soll, hier nochmal 100 Gold auszugeben, um den nochmal ein, zwei Level hochzukriegen. Haben wir natürlich wieder so wenig Geld, aber ich denke, die Chance, dass er abkratzt, ist einfach geringer. So, den Rollenspielgöttern sei Dank. Starker EP-Trank wird von Hipster getrunken und hat aber nur ein Level gebracht. Schade eigentlich. Und ich erhöhe... Ich mache das Gewitter weiter. So. Gott, das Level Up ist wieder da, ne? Wegen noch nicht zugewiesen, das Fenster. Armlich, Prinzessin, rettet meine Schwester, sie wurde zum Vulkan des Phönix verschleppt. So, reisen. Von was werden wir denn jetzt angegriffen? Von einem Grindstone. Ich kann nicht anklicken. So, Feuerteufelchen. Die kennen wir ja schon, ne? Zack. Und zack. So, damit sollten wir die Aggro gezogen haben. Einen schicke ich jetzt einfach mal schlafen, weil ich kann's. Doppelschlag. So. Dann bauen wir da eine Ranke drauf. So. Und vereisen den auch mal. Das sollte super effizient geben, genau. Ein Schlag des Anführers. So. Und braucht eine Regeneration nicht wirklich. Dann mache ich Schaden. So, jetzt will ich den anderen aufwecken mit dem Doppelschlag. Das sind mal fast 150 Schaden gewesen. Dann kann ich den Gewittersturm hinterherjagen. Rumpel. Und kann den anderen gleich auch mal anzünden. So. Schlag des Anführers. In Hoffnung, dass der jetzt das Zeitliche segnet. Zorn der Bestie. Noch ein Blutungseffekt. Und Doppelschlag von Fräulein Goldbeere. Zack. Und. Komm, einfach nochmal den Gewittersturm. Ums. Und ja, da brauchen wir jetzt keinen großen Aufriss mehr zu machen. Der war Geschichte. So, Victory! 3000 EP an deine Smaragdhalskette. Und es geht instant weiter. Es gibt offensichtlich mehrere Gegnerwellen, die wir hier besiegen müssen. Sind irgendwie schon im Quest. Ich habe das Gefühl, das Spiel hängt gerade so ein bisschen und überspringt manche Dialoge viel zu schnell. Also zeigt die Fenster nur noch zu kurz an. Hat man vorhin ja schon irgendwie, dass es... wie soll ich sagen? Ja, der Text nur viel zu kurz dastand. So, können wir auch den Phönix anzünden? Ja, können wir. Und wir können ihn auch mit einer Ranke ausstatten, denke ich mal. Ja. Und Zornbestie. Machen wir einfach Schaden. Mit Doppelschlag und Co. So, das war's dann mit dem Mana von Fräulein Goldbeere. Und der Paladin könnte sich auch mal heilen. Und machen wir Vereisen.
Er hier haut mal sein Stasisfeld darüber. Zu den Leuten, die Mana brauchen. Und dann gibt es eine Regeneration auf dem Paladin. So. Und dann reicht es schon wieder für einen Doppelschlag. Ist es nicht herrlich? Schild an. Und schicken wir noch einen Feuerball hinterher. Und dann war es das auch schon fast jetzt. Ja, für normale Angriffe ist vielleicht noch ein bisschen früh. Huhuhuhuhuhuhu. Das war knapp für den Druiden. Victory! 3000 EP, 30 Geld. Und warum? Warum ist der jetzt noch gestorben? Schwester der Abendlichtprinzessin. Oh, holde Abend, Eurer! Ich hatte solche Angst zu sterben! Du bist jetzt in Sicherheit. Quest dann! Schwester Abendlichtprinzessin, danke für meine Rettung. 33 Geld, 7000 MP und eine Karotte. Und Level Up für den Magier, der seinen Mana-Strom erhöht bekommt. Jupp. So, ich würde hier gerne irgendwie, dass es dem besser geht. Irgendwie so. Wisst ihr, was ich meine? Ich muss rasten, es geht nicht anders. Oh, Gott sei Dank. Hat geklappt. Wir haben die Abendlichtprinzessin hier raus eskortiert. Beziehungsweise die Schwester der Abendlichtprinzessin. Und die sind die größten Monster aller Zeiten. Teil 2. Bereit? Ja, besiege diese Monster. 7 Phönix in einer oder mehreren Schlachten. Müssen wir wieder 7 Einzelschlachten machen? Nein, wir können mehrere Phönix aufstellen. Ich bleibe aber erstmal, obwohl. Komm, nee, 2 müssen wir schaffen. 2 müssen wir schaffen. So, Doppelschlag. Zack, zack. Mit dem großen Balken sieht es irgendwie. Im großen Balken sieht es irgendwie positiver aus, wenn die Schaden kriegen. Ja, sieht nach mehr aus. So. Komm, jetzt aber will ich den Wirbelsturm ein zweites Mal sehen, dann später. Der Druide sollte sich mal selber so ein bisschen, ne, heilen. Die Magier, der Magier, besser gesagt, zündet jetzt beide Phönixe mal an. Einer nach dem anderen. Doppelschlag und der, naja, der nähert sich ja schon der Hälfte. Also 2 Stück sind schaffbar. Ist aber schon eine Menge, was die so fabrizieren. 2 von denen. So. Ich mach den Gewittersturm. Der bringt leider nicht so viel, wie er sollte. Irgendwie. Ja, es sind Elite, ich kann sie nicht schlafen schicken. Ja, dann mache ich hier mal so, ne? Nächste Runde vielleicht ein Gaias Segen hinterher. Ich zünde den zweiten Phönix an. Und macht da auch nochmal Doppelschlag auf den. Ich will den vorderen möglichst schnell weghaben. Das sieht wiederum nicht so gut aus. Das sollte der Druide dann mal nachbessern mit seiner Regeneration. Auch noch einen Blutungseffekt hinterlassen. So, Paladin wird regeneriert und die ganze Gruppe kriegt wieder perversen Schaden. So, Feuerball. Langt leider nicht ganz, aber jetzt könnte es doch endlich bald gewesen sein für diesen doofen Vogel da. Auf jeden Fall gehe ich jetzt schon mal auf den hinteren. Kann es ganz schlecht einschätzen mit dem kurzen Elitebalken. Auf jeden Fall kriegt er auch eine Rankenfalle ab. Blutung ist einfach wichtig. So, und mal einmal Gaias Segen, dass wir wieder Mana haben. So, der erste Vogel ist hinüber. Jetzt sollte das Ganze ja relativ gut und glimpflich vonstatten gehen, wenn nicht sowas noch öfter passiert. Ja, komm, mach irgendwie Schaden. So, jetzt regeneriere ich erstmal den hoch. Bei dem ist am wichtigsten, dass er nicht stirbt. Ja, obwohl eigentlich, bei dem Geldstand ist es das gar nicht, aber... Naja. Gut, das ist ein Einzelangriff. Einzelangriff ist gut. Den kann ich gut wegblocken mit dem Paladin.
Wir machen jetzt mal normale Angriffe. Das sollte sich jetzt relativ zügig erledigen mit dem Vogel. So, das war's. Victory! Oh, fast 10.000 EP, sehr gut. Und ein bisschen Geld. 123 Geld.